Kenners, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten CSGO Top 10 Video. Heute geht es um die... Eine Waffe, die im vollen Ernst, glaube ich, von niemandem, außer vielleicht von Cheatern gespielt wird. Ja. Trotzdem verlangt die Komplettierung unserer Top 10 Liste, dass auch diese Waffe getop 10 wird. Ratet mal, wer unser aktueller Sponsor ist. Pew! Skin Baron, unserem Partner, wenn es darum geht, Skins zu kaufen und zu verkaufen, und zwar für echtes Geld, ja. Und ja, ich habe ein grünes T-Shirt an. Also, schweben wir. Platz Nummer 10. Da liegt bei mir die G3 SG1 Demeter. Ja, es gab nicht so viel Auswahl für diese Top 10, also es gibt nur sehr wenige Waffen. Hier sind auch welche dabei, die halt jetzt nicht so, also ich meine, die sind generell alle eher so... Es sind schon schöne dabei, komm, so wie die hier. Der Preis. Tja, so sieht sie gar nicht aus, ne? 3 Euro, Alter. 11,12 Euro. Wird die irgendwie hübscher, wenn sie kaputt ist? Platz Nummer 9. Da liegt bei mir die Murky. Ich nehme an, sie hat ihren Namen von Mercury, das drüber gelaufen sein soll. Angeblich, habe ich gehört. Wie ist der Preis? Okay, der Preis kommt doch schon eher an die Fassade ran, ne? Ich glaube, diese Liste kriegen wir sehr schnell rum. Platz Nummer 8. Da haben wir die Orange Crash. Ach Gott, ist die nicht schön, hä? Da ist Orange drüber gecrashed. Guck mal, die Spritzspuren. Wahnsinn. Wer spielt die Waffe? Ganz, ganz, ganz im Ernst. Also so richtig, also ernsthaft. So von wegen, ich bin bei uns die Main G3 SG1, hallo? Irgendwie niemand. Darum ist der Preis hier doch auch ziemlich unüberraschend, ne? Also es kann ja gar nicht so viel Anfrage bestehen, oder? Oder doch? Gibt es vielleicht unter uns so ein paar richtige Sammler, die jetzt sagen, wow, die kaufe ich alle? Kann ich mir nicht vorstellen. Auf dem 7. Platz liegt bei mir die Hunter-Ausführung dieser Waffe. Die sieht, oder dieser Skin sieht aus wie ein Skin, den man auch wirklich, also, wie, sieht aus wie eine Waffe, die man im echten Leben haben könnte. Ne? Ein Jäger oder so. Darum ja auch Hunter, ne? Von den Preisen her unterscheidet sie sich nicht stark von den Vorgängern. Außer halt vom allerersten, also vom 10. Platz. Der war ja echt schweineteuer, aber hier auch wieder 5, 6 Cent. Ja. Auf dem Platz Nummer 6 liegt die Stinger-Variante der Waffe. Das sieht doch schon eher nach einem Counter-Strike-Skin aus. Der Preis ist hier jetzt auch dementsprechend etwas höher. Also nicht nur bei den Stat-Track-Dingern, sondern auch bei den anderen. Aber auch jetzt nicht beinbruchverdächtig hoch. 1,10 Euro, Fabrik neu. Naja, komm. Gehen wir auf den 5. Platz, denn da haben wir schon was deutlich Schickeres. Denn da liegt die G3 SG1 Kronos. Und die ist tatsächlich schick. Oder? Also finde ich zumindest. Ich meine, es muss einem natürlich auch erstmal gefallen, dieser Stil mit den Zahnrädern und... Und ihr werdet nicht glauben, was das Teil kostet. Ich habe selbst eben da gestanden und gedacht, was? Ey, guckt euch mal diese frechen Angebote an. Also vor allem das hier, wow. Auf dem 4. Platz haben wir die High Seas und die hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal im Stream. Also die habe ich geschenkt bekommen, ich glaube sogar mehrfach und dann eben auch wiederum rausgehauen. Und die hat zumindest für ein klein wenig, jetzt nicht Furore gesorgt, aber es hieß halt, ja, die sieht schon gut aus, was sie auch tut. Es sieht so fancy aus, dass es fernab von Gut und Böse liegt und darum eben auch sogar was kosten könnte. Sollte man meinen, aber nein, schau doch mal, 26 Cent, 65 Cent mit Stat-Track, 29 Cent, 29, 29, bumm. Also nicht so eine Überraschung wie die andere, ja, also ganz im Gegenteil sogar, wenn überhaupt eine freudige Überraschung. Denn die Preise gehen auf jeden Fall klar, sofern man das Ding wirklich spielen wollen würde. Aber ich kann mir das nach wie vor nicht so richtig vorstellen, dass sich halt jemand sagt, ja, wow, die gönne ich mir jetzt mal hart und dann zocke ich die eine Woche durch. Nein. Und somit sind wir bei den vorderen 3 Plätzen angekommen. Ihr könnt also wieder raten, was da bei mir wohl steht. Ich glaube, hier ist es sauschwierig. Hier wird es wahrscheinlich niemand schaffen. Also ich selbst wusste nicht, was bei mir vorne steht, bis ich es mir eben aufgeschrieben habe. ich habe mir einfach alle angeschaut und habe halt dann geguckt, welche mir wie am besten und hin und her, ne, habe halt die Liste gemacht. Vielleicht fällt euch ja ein einziger Skin ein, der zumindest in den ersten Top 3 stehen könnte. Und falls ihr sowas habt, könnt ihr auch irgendwas schreiben, also eure eigene Top-Liste oder euer Lieblingsskin hier unter den Skins. Auf meinem 3. Platz liegt die G3 SG1 Flux und diesen Skin würde ich mir doch sehr gerne auf anderen Waffen wünschen, also auf vielen anderen Waffen. Gibt es den woanders drauf? Vielleicht. Möglicherweise weiß ich es nicht, wobei ich mir es kaum vorstellen kann, dass ich diesen Skin übersehen hätte. Zumindest bei den letzten Top 10 Sachen, die ich jetzt schon gemacht habe. Also die für 2019. Ich glaube, da habe ich den Skin kein einziges Mal gesehen, oder? Der Preis gefällt mir jetzt nicht so gut. Also vor allem der untere Bereich hier mit den Stat-Track-Teilen ist schon recht haarig, wobei das auch beides FN-Waffen sind. Scheinbar ist die Nachfrage da auf irgendeine Art und Weise vorhanden. Der 2. Platz ist hier von der Scavenger belegt. Leute, oder? Fallout? Irgendein Überlebensspiel, postapokalyptisch vielleicht, muss aber nicht zwingend sein. Die hat schon was, könnte auch eine Raider-Waffe sein oder halt von Rebellen oder irgendwie so ein Schotter. Das mit der Dose hier oben ist schon wirklich cool gemacht. Gefällt mir. Darum Platz 2, ja? Gefällt mir auch der Preis. Auf jeden Fall. 50 Cent, Batsch. Gibt es ja auch einen FN, so. Eine. Platz
Nummer 1. Da liegt zumindest bei mir The Executioner. Guck dir mal das an, der Totenkopf. Knochen. Bemalt. NRCL. Get some here. Hm? Merkst du was? Der Designer weiß, dass das die Abfuck am Waffe hoch 10 ist. Ja, damit kann nicht hoch 10, aber damit kann man schon ordentlich reindödeln, ne? Und da hat er schon die richtige Botschaft draufgeschrieben. Die Farben könnten noch etwas kräftiger sein, aber es sieht schon wirklich geil aus. Und ihr werdet nicht glauben, für wie viel Euro diese Waffe, also speziell jetzt diese, die wir hier gerade sehen, in Skinbaron steht. Okay. 500 Euro. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Ding jemand kauft. Im Leben, Alter. Leutelchen, vielen Dank fürs Zusehen. Es war wieder schön mit euch und ich habe euch versprochen, das nächste Top 10 kommt eben diesmal deutlich schneller und jetzt sind nur ein paar Tage vergangen seit dem letzten. War jetzt zwar keine Waffe, auf die man gewartet hat, nehme ich an, aber wir machen alles durch, also machen wir alles durch. Ne? Übermorgen ist wieder Livestream, also am Dienstag ab 18 Uhr. Vergesst das nicht, vergesst generell die Streamseiten nicht und denkt auch dran, dass nächste Woche das nächste 99-Damage-Ligaspiel sein müsste zumindest, sofern die Gegner da sind. Wir sind immer noch auf dem ersten Platz, das ist wirklich lachhaft. Wir haben von 4 Spielen 1 gespielt und der Rest fand nicht statt, weil die Gegner nie kamen. Klar, wir sind so gut, dass man vielleicht vor uns Angst hat. Aber trotzdem kann man doch zumindest antreten und sich die Klatsche abholen, oder? Soweit, so gut. Vielen Dank für eure Kommentare, vielen Dank für die Likes und vielen Dank an meine Patreons und Kanalmitglieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Muah.